Als nächsten Redner darf ich aufrufen von der FDP-Fraktion Dr. Dominik Spitzer. Herr Dr. Spitzer, bitteschön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, eigentlich könnten wir uns doch den Gesetzentwurf der AfD jetzt schon sparen, weil er ist ja hier in dem Zusammenhang schon mal ausgeführt worden. Man könnte es abstimmen, geht leider nicht, von daher werden wir uns leider mit diesem Thema dann auch nachher noch mal beschäftigen. Der Weg ist das Ziel, aber die Wege sind sehr unterschiedlich. Wir haben das ja schon im Laufe der Diskussion jetzt hier miterlebt. Die SPD möchte ein paar neue Wege gehen, möchte die Krankenhäuser mehr finanziell unterstützen. Die CSU ist der Meinung, dass der Status quo völlig ausreicht und die Krankenhäuser auskömmlich versorgt sind. Das eine ist sicherlich richtig und das andere vermutlich im gewissen Umfang auch. Aber woran krankt denn unser System? Unser System krankt an einer Investition, die wir beibehalten, ohne uns auf den Weg zu machen, eine wirkliche Krankenhausstrukturreform zu beginnen. Ich stimme Ihnen zu, Frau Waldmann, mehr Geld im System hat absolut Sinn. Es gibt einen gewissen Investitionsstau, den, denke ich, wenn man die Augen aufmacht, kann man nicht verkennen. Steigende Baukosten, wir haben steigende Zinsen, das ganze Thema wird nicht leichter. Die Handwerker überhaupt an die Baustelle zu bekommen, ist die nächste große Herausforderung für die Häuser. Die energetische Sanierung ist ein absolutes Muss und gehört auch entsprechend finanziert. Dieses Geld ist auch gut angelegt. Das schützt nicht nur das Klima, sondern das ist auch für die Krankenhäuser eine nachhaltige Investition. Und wenn wir uns vor Augen halten, dass Ende bzw. 2026, 2027 der CO2-Preis auch im Wärmesektor sich noch niederschlagen wird, dann wird das Ganze natürlich noch mal teurer. Zu den Fachkräften bzw. zu dem Wohnraum, den Sie schaffen möchten, ist ein absolutes sinnvolles Unterfangen. Die Fachkräfte im stationären Bereich werden in die Ballungszentren nicht mehr kommen. Und wenn wir ausländische Fachkräfte gewinnen wollen, dann brauchen wir auch diesen Wohnraum und den sehr unbürokratisch diesen Wohnraum. Sonst kommen auch diese Fachkräfte aus dem Ausland nicht, weil sie keine Unterkunft schlichtweg mehr haben. Das heißt, hier zu investieren ist absolut sinnvoll. Aber zurück zum Beginn meiner Rede. Was wir brauchen, ist eine Krankenhausstrukturreform. Und wir brauchen eine Finanzierung, die sich nicht an einem Antrag orientiert auf ein Bauvorhaben, sondern an Qualitätskriterien. Die muss ausgerichtet sein an die Bedarfe in der Krankenhausplanung. Und zwar muss unser System gesteuert und zukunftsfähig gemacht werden. Und hierzu möchte ich Ihnen die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg nennen, die sich bereits in diesem Zusammenhang auf den Weg gemacht haben. Mehr Mut wagen, notwendige Strukturen einleiten. Der bayerische Krankenhausplan muss auf der einen Seite vom Patienten her gedacht werden und zum anderen muss er zu einer wirklichen Planung und Steuerung in der stationären Versorgung beitragen. Nur so erhalten wir eine bestmögliche Versorgung für die Bürgerinnen und Bürger in Bayern und in Deutschland. Aus den genannten Gründen werden wir uns bei Ihrem Antrag enthalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Dr. Spitzer. Es ist keine Zwischenbemerkung mehr vorliegend. Damit sind wir eigentlich am Ende.